wunderschönen guten Abend zusammen zum Webinar Kursgewinne durch Börsensektoranalyse. Das Ganze natürlich mit Carsten Berger. Ja, mein Name ist Florian Scharschmidt. Ich darf Sie ganz herzlich im Namen von FX Flat pünktlich um 18, um 19 Uhr, ja, ist ein bisschen später, zum Webinar begrüßen. Das ist das erste Mal, dass wir das Webinar nach dem Titel und mit dem Inhalt zusammen mit Carsten veranstalten. Von daher bin ich gespannt, was der Carsten mitgebracht hat. Ich hoffe, Sie natürlich auch. Ja, immer ein bisschen was Neues dazu zu lernen, ist ja auch immer eine tolle Sache. Ja, und von daher springen wir einmal direkt zum Risikohinweis. Denn Sie kennen es alle, ja, das Webinar dient natürlich nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Ja, nichts ist gleich gezeigten als Handelsempfehlung oder Anlageberatung. Verstehen ganz gleich, was der Carsten analysiert, rausfindet, gegebenenfalls Handelsideen rausentwickelt. Ja, schlussendlich müssen Sie immer Ihre eigenen Entscheidungen treffen. Das ist ganz wichtig, vorweg zu sagen. Und dann will ich gar nicht viel Zeit klauen, sondern dem Carsten einmal die Bildschirmübertragungsrechte geben. Und sagen viel Spaß, viel Erfolg, wenn was ist, ich bin da. Danke Florian für die nette Ankündigung und ich werde jetzt hier kurz die Technik einschalten. Meinen Bildschirm übertragen. Das sind Zweier. Super. Und dann die Präsentation aufschalten. Da ist er. So, das müsste man jetzt im Endeffekt sehen, den Titel, denke ich mal. Ja. Dann funktioniert das. Dann starten wir jetzt durch. Okay, dann bis später, Florian. Jupp. So, dann auch von meiner Seite aus einen wunderschönen guten Abend. 19 Uhr, hat Florian schon gesagt. Und heute der erste Tag mit dem neuen Titel. Warum nicht mehr Indexanalyse nach der Perlentaucher-Methode? Was geblieben ist, ist die Perlentaucher-Methode, denn es ist die gleiche Strategie. Aber mich haben über die ganze lange Zeit, ich glaube 2 Jahre haben wir dieses Webinar Indexanalyse gemacht, erreicht. Und diese E-Mails haben oft, sage ich mal, den Inhalt gehabt, dass ich doch den ganzen Schritt dieser Top-Down-Analyse, den ihr jetzt hier auch seht, sage ich mal, Marktklima, Index, Sektor, Aktie, wir haben halt auch das Marktklima, also diese Indexanalyse gemacht. Und wir gehen jetzt tiefer. Also viele haben gesagt, ich möchte das doch mal sehen, wie der gesamte Arbeitsschritt so ist. Dann habe ich mir gesagt, okay, das machen wir jetzt und wir setzen das jetzt um. Das erste Webinar davon, das heißt, ich gehe ein bisschen drauf ein, was ist letztendlich das größte Bestandteil dieser Analyse im Endeffekt. Und am Ende werden wir bestimmt auch 1, 2 Aktien finden, die ich dann auf dem Schirm habe. Ne? Okay, Risikohinweis ist klar, kann ich auch nur mal wiederholen. Das, was ich hier zeige, ist meine Angelegenheit, meine Vorgehensweise, keine Handlungsempfehlung und vor allen Dingen auch keine Anlageberatung oder so. Sollte ich hier Aktien vorstellen, was ich auch tue, dann kann es immer sein, dass ich die selbst im Besitz habe oder demnächst kaufen werde. Also gibt es da eventuell einen Interessenskonflikt. Ja. Obwohl ich nicht glaube, dass mein Kapital ausreicht, diese Aktien zu beflügeln und in Short umzuwandeln. Aber darauf muss ich auch hinweisen. Okay, über mich. Die meisten kennen mich schon. Ich bin 54 Jahre alt, bin von Beruf Diplom-Verwaltungswirt, lege in Rangsdorf bei Berlin und habe schon relativ mit jungen Jahren angefangen, und zwar mit 17, mich in diese Finanzwelt, sage ich mal, einzulesen und habe dann eigentlich wirklich mit ganz einfachen Finanzzeitschriften angefangen und habe dann auch schon mit 17 meine ersten Fonds und Zinspapiere, damals gab es noch 8,5%, das muss man sich mal vorstellen, gekauft und habe dann auch demnächst, sage ich mal, zügig dann nachgezogen und Aktien gehandelt. Und zwar am Bankschalter noch. Das ist auch was ganz anderes, was man jetzt im Endeffekt macht. Und nach 30 Jahren bei der Berliner Polizei war ich auch bei einer Einsatzleiter, sage ich mal, bei einer Einsatzeinheit für Jugendkriminalität, habe ich mich einmal ganz dem Börsenhandel zugewandt. Und heute bin ich, ja, bin also Trader-Coach oder Trading-Coach, kann man auch sagen. Halte Vorträge, Seminare, schreibe Fachbeiträge und bilde Interessierte an der Perlentaucher-Trading-Strategie aus. Und deshalb schauen wir doch einfach mal rein. Was im Endeffekt, sag ich mal, der Kern der ganzen Sache ist, werden viele jetzt endlich wissen, warum diese
Analyse, warum diese Schritte, warum ein Top-Down-Ansatz, wie kann man den überhaupt handeln? Und jede Sache, jeder Weg zum Trade ist im Endeffekt immer mit Problemen erstmal behaftet und die muss man ja irgendwann lösen. Mit dem Laufe der Zeit, ich habe es ja schon einige, ich glaube, ich mache das jetzt fast 30 Jahre, muss ich ja bestimmte Probleme lösen. Und das ist einmal ein ganz großes Problem, man hat wenig Zeit. Ja, die meisten machen das nebenberuflich oder, sage ich mal, sind vielleicht in Rente oder sonst, sage ich mal, freigestellt, sagen wir, von arbeitslichen Zwängen. Aber man hat ja trotzdem noch die Zeit, die man für Freunde und vielleicht Hobbys noch benötigt. Das bedeutet, ich muss einen Weg finden, wie ich dem Trading nachkommen kann, mein Vermögen anlegen kann, neben dem Investieren, und zwar mit Trading. Und zwar nehme ich da den Tageschart oder den Wochenchart. Das macht es für mich wesentlich entspannter. Und von daher ist das, sage ich mal, die Wahl der Zeiteinheit, wo man sich im Endeffekt von vornherein klar sein muss, dass man natürlich dann auch in der Analyse wesentlich weniger Zeit braucht. Und natürlich auch, wenn ich in der Praxis Order aufgeben muss, zum Beispiel, da muss ich nicht im Intraday-Handel auf die Chance warten und vor dem Rechner meinetwegen sitzen, wenn ich nicht ein automatisiertes System habe. Und die Zeit habe ich nicht und ich habe auch nicht so die Lust, ewig vor dem Rechner zu sitzen, sondern kurz meine Analyse zu machen, strukturiert vorzugehen und dann diese Orders einzugeben. Also Tageschart und Wochenchart ist im Endeffekt der Kernpunkt dieser Strategie. Dann gibt es das Problem, was viele haben, die haben keine Struktur. Das heißt, die gehen in den Markt und sagen, ach, was nehme ich denn jetzt? Ach, heute gehe ich mal in den Markt rein, heute gehe ich mal da rein. Welche Aktie nehme ich denn? Es gibt über 8000 Aktien, die an der Nasdaq und NYSE gehandelt werden. Im deutschen Markt sind es ja wesentlich weniger. Aber letztendlich hat man eine riesen Auswahl. Wenn man weltweit vorgehen möchte, dann hat man da noch viel, viel mehr Auswahl. Das heißt, wir kriegen ein Problem mitgeliefert. Was mache ich mit der Struktur, wie kann ich eigentlich immer das Gleiche tun? Also nicht jedes Mal nachdenken muss und sagen, bin ich jetzt zur richtigen Zeit im Markt? Habe ich jetzt gerade das Richtige getan oder bin ich irgendwie getrieben aus irgendeiner Notsituation oder emotionalen Situation heraus? Also ich brauche eine feste Struktur. Das gibt einem Sicherheit. Ja. Und das ist der Top-Down-Ansatz. Werde ich gleich nochmal kurz drauf eingehen. Danach, damit ihr die Grundzüge im Endeffekt versteht. Ganz großes Problem vieler Aktienhändler ist, die denn mich immer, sage ich mal, kontaktieren, ist immer, ich habe jetzt so viele Signale, welches Signal nehme ich denn? Also wenn jemand ein Riesenkonto hat, dann kann er das natürlich mit vielen Signalen auch umsetzen. Aber die Frage, die sich immer stellt, ist, jetzt habe ich 10, 15 Signale, welche Aktie oder welche Aktien soll ich denn jetzt handeln, na, wenn man nicht alle umsetzen kann? Das ist auch ein Problem. Wie kann man das lösen? Und zwar verwende ich dafür eine kumulative Strategie, die auf kumulative Signale setzt. Das bedeutet, wenn mehrere Signale, und zwar nicht in verschiedenen Aktien, sondern in einer Aktie, gleichzeitig auftreten, dann erhöht es das den Wert der Aktie, das Signals für mich, ja, rein von der Struktur. Ja. Und dann kann ich mir im Endeffekt die Signale aussuchen, die am meisten dieser Signale miteinander vereinen. Und das Gute dabei ist zum Beispiel, dass die Signale, habe ich auch schon im Webinar mal darüber berichtet, letztendlich nicht alle aus dem gleichen Bereich kommen. Also es sind nicht Indikatoren zum Beispiel, sondern es ist Outperformance, Underperformance, es ist Volumen, es ist Volatilität und so weiter. Also Dinge, die nicht unmittelbar voneinander abhängig sind. Und das macht diese kumulative Situation im Chart, sage ich mal, in einer gewissen Weise zu einem Ranking-Faktor. Den setze ich dann ein und wenn ich so eine Art Liste, Ranking-Faktor habe, dann kann ich natürlich auch meine Aktienzahl und die der Signale vor allem reduzieren. Dann ein ganz wichtiger Punkt, ich habe keinen Vorteil im Markt. Wenn man zum Beispiel jetzt nur ein MACD benutzt, dann kann man das vielleicht profitabel handeln. Aber die Frage ist, habe ich das auch schon mal nachgeschaut oder mal ausprobiert und ausgerechnet, ob es da eigentlich einen kleinen statistischen Vorteil wenigstens gibt, wenn ich mich dort in den Markt begebe. Die Lösung dafür ist zum Beispiel
Ein Teil davon ist die statistische Auswertung der Out- und Underperformance von gewissen Finanzinstrumenten, in dem Fall Aktien, zu einer Benchmark. Ja, werde ich kurz darauf eingehen, was das ist und wie ich das gemacht habe, damit ihr seht, was dann auch letztendlich ein Vorteil ist. Zu viele Analysemethoden. Ja, das kennt ja alle. Wenn ihr Aktien habt, dann schwankt ihr vielleicht immer hin und her zwischen fundamentaler Bewertung und charttechnischen Kriterien und Sentimentfaktoren und noch die Anzahl der anderen Wege, die es im Endeffekt gibt. Also Fundamentalanalyse kostet relativ viel Zeit. Man muss vielleicht viel lesen. Man liest vielleicht sogar selbst die Geschäftsberichte. Also dafür habe ich nicht den Nerv, ganz ehrlich gesagt. Ich hätte gerne etwas, was die Sache vorbereitet und mir schon eine Menge Arbeit abnimmt, indem gewisse Kriterien automatisiert in eine Ranking-Situation gebracht werden und die Fundamentaldaten zum Beispiel dann gleich bewertet werden. So muss ich nicht alles selber lesen. Dann ist der Lösungsfaktor dazu, dass ich ein fundamentales Ranking im Endeffekt habe und eine gewisse Chartqualität, sage ich mal, vorherrschen muss, damit ich diese Analysemethoden nicht endlos mache. Also ich könnte jetzt zum Beispiel Fibonacci reinlegen, ich könnte ein RSI reinlegen oder sonst welche grafischen Lösungen. Das Problem ist einfach, wenn ich die immer anders mache, so wie der Chart das gerne hätte, dann komme ich auch wieder in so eine rollierende Situation einer Strategie, die ich gar nicht will, sondern ich will im Chart nur das drin haben, was für meine Strategie erforderlich ist. Und ganz wichtig, mein Auge sollte sich daran auch gewöhnen, denn je öfter ich das sehe, desto schneller werde ich oder wird man auch, weil man das ja gelernt hat, einzuschätzen und die Situation zu erkennen. Und das sind halt feste Kriterien. Auch das habe ich im Webinar mal gemacht. Wir werden auch dazu noch mal ein Webinar machen zu dieser Chartqualität und was da die Elemente im Endeffekt sind, die bei der Perlentaucherstrategie diese Chartqualität im Endeffekt darstellt. Der wichtigste Faktor ist, dass die meisten kein Risiko- und Money-Management haben. Auch das gehört dazu. Ja, ihr wisst, gerade in dieser Situation, wie der Markt sich gerade hin und her schlängelt, ist es sehr, sehr schwer, Geld zu verdienen. Auch für einen Swing-Trader, so wie ich es bin, ist es sehr schwer, weil der Markt halt ein, zwei Tage hochläuft, stark korrigiert, wieder die Tiefs rausnimmt und wieder von vorne anfängt. Also es ist halt sehr schwer. Aber wenn man sich nicht nach einem gewissen System dort hineinbegibt, dann bleibt man vielleicht zu lange dem Markt fern und versäumt dann gewisse Aufholbewegungen wieder, sag ich mal, oder starke Kursverfälle, die man ja auch mit Short-Positionen dann wieder handeln kann. Also es ist wichtig zu sagen, mir selbst ein Vertrauen zu geben, zu sagen, okay, wie ist die Situation und wie kann ich das managen? Dann nehme ich zum Beispiel ein marktbezogenes Risiko und Money Management. Das heißt, ich handle nicht immer das Gleiche, nicht immer das gleiche Risiko, eine Aktie und auch nicht immer gleiche Positionsgröße und auch nicht die gleiche Anzahl von Aktien, sondern das richtet sich nach der Situation im Markt und der allgemeinen Marktsituation. Ne? Also im Endeffekt ganz wichtig, diese Indexanalyse, die wir ja schon 2 Jahre lang hier jetzt miteinander vielleicht betrieben haben. Von daher, das ist die Lösung, um auch immer wieder im Markt aktiv zu sein und auch zu wissen oder zu spüren, wann es wieder, sage ich mal, ruhiger wird am Markt und man wieder ein bisschen mehr Gas geben kann, was jetzt, sage ich mal, die Positionsgröße anbelangt. Es ist immer besser, einen kleinen Fuß wenigstens drin zu haben, bevor ich den großen Schritt mache und da voll einsteige. Ja. Und ich bin auch nicht immer auf der Trefferseite, das ist klar, das gehört auch mit dazu, aber ich muss halt wissen, wann ich da auch wieder schadlos rauskomme aus so einer Position und wie ich so eine Strategie letztendlich zu welchem Zeitpunkt anwenden muss, auch ganz wichtig. Und dann hat man keinen Fokus vielleicht, wenn man in der Vielzahl der Wahlmöglichkeiten und des Internets und der Informationen, die auf einen einschlagen, sage ich mal, weiß man nicht, worauf soll ich mich eigentlich fokussieren, erneuerbare Energien, auf Cannabis-Aktien, auf Wasser, keine Ahnung, ja, auf Internet-Aktien. Und von daher ist es wichtig, dass ich die Märkte erkenne. Ich brauche also eine Branchen- und Sektoranalyse auf die angesagten Märkte, die gerade gespielt werden oder die halt auf der Short-Seite abgeschafft werden. Warum? Weil es im Endeffekt meinen Fokus wieder auf die Märkte richtet,
die ich im Endeffekt nur betrachten sollte. Weil wenn ich zwei, drei Märkte habe oder Branchen oder Sektoren habe, die gut laufen, dann kann ich daraus jeweils bis zu drei Aktien handeln. Das müssen ja nicht mal die gleichen Geschäftsmodelle sein. Es gibt ja auch in den einzelnen Branchen verschiedene Geschäftsmodelle, die gehandelt werden. Ich muss so aufpassen, dass ich nicht gleich, also mehr als zwei sollten es nicht sein. Und dann muss ich da auch die Positionsgröße reduzieren, weil sich ja zwei Aktien mit demselben Geschäftsmodell, nur mit einem anderen Namen, beim Kursverfall natürlich fast gleich verhalten. Dann habe ich natürlich so ein kumulatives Risiko und da muss ich aufpassen. Da muss ich dann auch wieder mit einem entsprechenden Money Management reagieren. Aber von daher kann ich mich auf die Sachen konzentrieren, dass ich weiß, welche Branchen laufen. Dann werde ich die natürlich überwiegend long handeln, also eine trendfolgende Strategie nehmen. Wenn ich jetzt einen Sektor habe, der nicht gut läuft, dann werde ich eventuell einen Short eingehen, das heißt Aktien auf fallende Kurse letztendlich wetten. Und wenn der Markt stark gefallen ist oder zu stark gestiegen ist, dann kann man auch mit einer Counter-Trend-Strategie reagieren. Ich muss natürlich wissen, wann ich das einsetze, aber diese Instrumente habe ich. Ich habe nur eine trendfolgende Strategie und eine Counter-Trend-Strategie. Also ich habe immer die Möglichkeit, in den Markt hineinzugehen. Gewisse Kriterien müssen natürlich dabei sein. Also das ist im Endeffekt der Weg, warum die Branchenanalyse und dieser Weg, den ich gegangen bin, die Sektor- und Branchenanalyse und die Indexanalyse zum Schwerpunkt machen und euch im Endeffekt weiterhelfen, sich in den Märkten überhaupt fest, sage ich mal, Struktur zu geben und jetzt nicht verrückt machen zu lassen. Man verpasst nichts, man sollte höchstens auf sein Geld aufpassen. Ich kann ja nicht alle Titel oder alle Punkte jetzt hier vorstellen. Da werden halt nur einige Punkte jetzt vorgestellt. Die Umsetzung. Das wisst ihr, der Top-Down-Ansatz, das ist die Struktur. Indexanalyse, schaut euch die Indizes an, wie ich das mache, das zeige ich euch heute mit einem neuen Tool. Wenn die Indizes entscheiden, wann ich reingehe und wo ich reingehe in den Markt, ist es Amerika oder ist es Deutschland, das ist schon mal gut zu wissen. Es gab Zeiten, wo der TecDAX zum Beispiel für technologische deutsche Aktien wesentlich besser performt hat als der amerikanische Markt. Also man kann da auch auf dem deutschen Markt auch mitspielen. Und deswegen ist es wichtig, die Auswahl zu treffen, das Timing zu treffen und natürlich auch das Depotrisiko zu steuern, indem ich weiß, okay, wie viele Sachen habe ich denn jetzt in Deutschland zum Beispiel im Markt, welche Branche habe ich da drin und so weiter. Zweiter Schritt ist klar, Kernpunkt heute dieses Webinars, Branche oder Sektor. Sektor ist ein bisschen feiner gestuft, die Branche ist ein bisschen allgemeiner gefasst. Und hier machen wir dasselbe. Ja, wenn man sich den Chart betrachtet, klar muss ich wissen, welche Branche ist es denn? Und ist es gerade günstig, in diese Branche einzusteigen oder muss ich mir die auf die Watchlist packen und ein bisschen warten, bis der Kurs wieder zurückkommt? Ist klar. Auch ganz wichtig ist natürlich Thema Freizeit. Bedeutet im Endeffekt, wenn ich diese Indexbetrachtung mache, dann ist das ja so ein grober Raster. In diesem Index Nasdaq oder S&P 500 sind ja verschiedenste Branchen drin. Wenn ihr euch da fokussiert auf diese Betrachtung, könnt ihr immer sagen, der Markt ist meinetwegen 6, 7, 8 Tage gestiegen. Ist es jetzt notwendig, dass ich am 9. Tag, wo ich jetzt in die Markte, will ich da rein in den Markt? Will ich da long rein oder so? Muss ich da eine tiefe Analyse machen? Muss ich danach Aktien suchen? Nee, also für die Long-Richtung würde ich nach 9 Tagen nicht suchen, sondern dann wäre vielleicht eine Counter-Trend-Strategie angesagt, aber die auch nur unter bestimmten Bedingungen. Ja? Und dann ist das auch schon erledigt. Dann muss ich mich am 9. Tag nicht hinsetzen, da habe ich mindestens 2, 3 Tage frei, weil der Markt dann erstmal korrigieren muss. Das ist also für euer Freizeit-Timing relativ gut umsetzbar, weil ich einfach weiß, die Indizes geben das vor. Wenn ich genauer, also mit der Lupe ein bisschen rangehen will, dann gucke ich mir die Branchen an. Ja. Welche sind die Top-Branchen? Werden wir heute noch schauen. Und was muss ich jetzt machen? Muss ich gleich reinspringen oder muss ich sagen, was suche ich mir raus? Lass mir die Zeit und gehe dann in den Markt. Ja, ist auch ganz wichtig, Geduld ist ein großer Faktor. Ja, und wenn ich die Branchen gefunden habe, dann suche ich in den Branchen, da gibt es ja hunderte von Aktien teilweise in bestimmten Branchen, und dann suche ich mir auch wieder die Aktien raus, was sind denn die Sektoren, die da besser sind, also die Untersektoren, und welche Aktien sind denn die,
Outperformer zum Beispiel. Dann habe ich 3, 4 Aktien. Dann gucke ich mir an, in welchem Zustand die im Endeffekt sind. Ich kann das auch mit einem Scanner oder Screener machen, aber ich kann letztendlich auch mir die Aktien im Chart anschauen. Das macht ein bisschen mehr Arbeit. Und dann, wenn die in einer bestimmten Situation sind, nämlich einer Korrektursituation, das werden wir auch sehen, dann ist es vielleicht interessant, jetzt so einen Trade aufzunehmen. Also Timing spielt da auch eine Rolle. Das ist die Vorgangsweise und die kann man sehr, sehr strukturiert lernen. Ich hoffe, meine Webinare unterstützen euch in dieser Hinsicht, weil man im Endeffekt immer das Gleiche macht. Das ist relativ öde, aber diesen Blick auf die Indizes ist für euer Timing. Ja, wann muss ich denn meine Analyse machen? Wenn ich das feststelle, ich muss eine Analyse machen, dann gucke ich mir die Branchen an und dann muss ich den nächsten Schritt im Endeffekt noch machen. Ja, wann die Branche, ist die schon reif? Nein, ist noch nicht reif. Muss ich noch 2, 3 Tage warten, bis die korrigiert? Und dann gucke ich mir die Branche genau an und suche mir die Aktien raus und lasse mir dann vielleicht sogar mit einem Scanner oder so ein Signal geben. Angesprochen habe ich es ja schon. Outperformance und Underperformance ist, glaube ich, der Kernpunkt meiner Strategie. Ich vergleiche, und deshalb fragen wir uns auch, was ist Outperformance, einen Wert meiner Aktie zum Beispiel mit ihrer Benchmark. Das kann ein Index sein. Das heißt, welcher Wert erzielt eine höhere Rendite als der andere Wert? Ne? Daimler zum Beispiel zum DAX. Wenn ich jetzt einen DAX kaufe, könnten wir sagen, mal, das ist jetzt nicht der DAX, der da abgebildet ist, das ist nur ein Beispiel. Die grüne Linie wäre zum Beispiel Daimler und die schwarze Linie wäre dazu der DAX ins Verhältnis gesetzt. Könnte ich es mir einfach machen und sagen, ich kaufe mir einfach ein Zertifikat oder ein ETF auf den DAX und dann habe ich im Endeffekt den Durchschnitt, also des DAXes sind ja mehrere Werte, 40 mittlerweile, habe ich dann die Werte durch 40 geteilt und bekomme diesen DAX letztendlich gewichtet. So, wenn ich aber eine Outperformance erzielen will, dann sollte ich ja immer dann Aktien handeln, wenn die besser sind, und zwar long als der DAX. Und die grüne Linie, die wir hier sehen, die ist nur in bestimmten Phasen besser als der DAX. Also nehmen wir also an, diese Phase wie hier, dieses Grün ist steigend, dann wäre es doch sinnvoll, hier die Daimler-Aktie long zu handeln und nicht jetzt einfach nur mit dem ETF den DAX. Hätte ich also eine höhere Performance erzielt. Gibt aber auch Phasen, wo die Daimler-Aktie nicht so gut läuft, dann habe ich eine andere Performance, dann wäre es ja besser, entweder den DAX zu handeln oder, da wird es mit Sicherheit eine Aktie geben, die besser gewesen ist, eine andere Aktie, die dann besser läuft als der DAX. Und das ganze System beruht im Endeffekt darauf, auch möglichst so eine Phasen zu finden. Das nützt mir auch nichts, wenn ich hier eine Phase habe, wo ich der Markt fällt und bin dann besser, sondern ich möchte ja eine Aktie finden, die, sage ich mal, in der Gesamtphase besser ist und dann aussteigen wieder, wenn der Markt halt kippt, um nicht diese Outperformance in Abwärtsbewegung zu erzielen, weil die bringt mir ja nichts, weil das Portemonnaie nicht größer wird. So, und das ist halt der Kernpunkt dieser Strategie zu wissen, mit einem systematischen Ansatz, wann eine Aktie besser ist als die Benchmark und sie dann mit einer bestimmten Handelsstrategie zu handeln. Und das Gleiche gilt für die Branchen untereinander. Also wenn ihr jetzt Technology mit Cannabis zum Beispiel oder was vergleiche, dann habe ich natürlich die Wahl und kann die miteinander vergleichen. Das macht das System automatisch und vergleicht die entsprechenden Werte und so kann ich letztendlich schnell herausfinden, welche Branchen besser sind. Statistisch habe ich mir die ganze Sache mal etwas genauer angeschaut, habe da so 330 Werte wahllos von der Zeit her, also vom Jahr her, vom Börsenjahr her angeschaut und auch verschiedene Aktien zwischen Technologieaktien, Industrieaktien, Energieaktien hin und her geswitcht und habe mir angeschaut, wann eine Aktie im Verhältnis zu ihrer Benchmark eine Outperformance erzielt. Also es gibt immer einen Tag 1, wo sie irgendwann mal besser ist. Ja, haben wir an den Linien ja eben gesehen. Das habe ich mir angeschaut. Bis zu dem Tag, wo der erste Tag, wo sie wieder schlechter ist als die Benchmark. Auch habt jetzt diese Linien im Kopf von der Vorgrafik, die wir eben gesehen haben. Und da kommt es zu einer ganz interessanten Feststellung, dass ich hier auf der linken Seite sehe, wie viele Aktien diese gewisse Performance erzielt haben, wie lange.
Also das heißt, das ist die Anzahl der Aktien und hier ist die Anzahl der Tage. Wie lange der Zustand der Outperformance, also besser als die Benchmark zu sein, angehalten hat. Da sehen wir hier bei 5 Aktien, bei 30 Aktien waren das 5 Tage. Das ist jetzt nicht so dolle. Wir sehen aber schon bei 60 Aktien von diesen waren das 25 Tage. Bei 70 Aktien 50 Tage und dann wurde es wieder weniger, aber 75 Tage, 100 Tage, 125 und ganz wenig, die 200 hatten. So. Und das bei völlig gemischter Marktsituation, also nicht nur diese Aufwärtsbewegung und so weiter, die wir die 10 Jahre lang hatten, nein, sondern auch bei Seitwärtsphasen und so weiter und so fort. Das Spannende daran ist, dass wir jetzt daraus ja einen Vorteil generieren müssen. Und wenn ich eine Strategie habe, die, wenn die Outperformance anhält, dann gehe ich davon aus, dass der Markt stärker steigt. Also nur diese steigende Sache zu betrachten. Und dann kann ich ja aus einer Korrektur heraus, wenn eine Outperformance 25 Tage anhält, meistens steigt ein Wert so im Durchschnitt 4, 5 Tage an, korrigiert dann 2, 3 Tage und steigt dann wieder an. Je länger diese Phase der Outperformance anhält, desto mehr Chancen habe ich, in diesen Wert einzusteigen. Ja. Wenn ihr die Vorauswahl nehmt, dann habt ihr diese Tagen der Korrektur mit drin. Bei 5 Tagen, da wird nicht viel passieren. Dann sehen wir wahrscheinlich eine Seitwärtsbewegung, kriegen vielleicht gar keinen Einstieg, weil der Markt danach, sag ich mal, oder die Aktie nicht mehr outperformt. Also das ist der Vorteil im Endeffekt, dass ich mich auf Outperformance konzentriere. Die Phasen für Long Trades, je länger sie sind, natürlich mehr Chancen haben. Und ein ganz wichtiger Faktor, ich kann natürlich mich auf die Aktien beim Screening fokussieren. Also wer weiß, wer kennt die Eckert und Ziegler Aktie in Deutschland zum Beispiel, die ewig lang wie ein Schnürchen gelaufen ist. Jede Korrektur wurde gekauft. So eine Aktie will ich im Endeffekt haben. Da kann ich einsteigen, aussteigen. Das wird nicht immer das optimale Timing sein. Ich werde auch nicht immer in einen Trade reinkommen, aber es vereinfacht die Situation im Endeffekt und ich bin dann in einer Branche unterwegs, die halt zurzeit auch läuft. Und wenn Investoren in so eine Branche rein wollen, dann machen sie das über einen längeren Zeitraum. Das ist halt der Vorteil. Wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr das, eure Fragen natürlich immer einfach hineinschreiben. Dann werde ich dazu Bezug nehmen. Wenn keine Fragen sind, dann mache ich einfach jetzt weiter und zwar mit der Branchenanalyse im Trade Scanner. Klar nutze ich den Agena Trader noch. Es sind ja auch einige Leute von mir dabei, den Valodita übrigens, die den Agena Trader benutzen. Den benutze ich auch weiter. Aber wir haben ja weitergedacht und haben gesagt, okay, man kann ja Dinge vielleicht vereinfachen und schneller machen und vor allen Dingen im Internet bedienbar machen. Deswegen schauen wir uns das gleich mal an. Ich werde jetzt umschalten. Und zwar auf den Trade Scanner. Die Seite sieht so aus, noch rudimentär. Es soll ja auch nicht grafisch, sag ich mal, eine Grafikseite sein, sondern für mich ein Arbeitsmittel. Ich arbeite damit auch. Das heißt, ich kann mich hier einloggen und dann komme ich dort hinein. Und das sieht noch ein bisschen wild aus. Also machen wir alles noch ein bisschen hübsch. Aber was will ich damit erreichen? Ja, Phase 1, top. Down-Ansatz. Ich schaue mir zum Beispiel die Indizes an. Und das mache ich so mit diesem Market-Model. Ich klicke hier auf Indizes, schiebe hier mal den Regler zurück auf einen Tag. Das ist gestern. Dann habe ich hier grüne Bälle drin. Und hier auf der rechten Seite habe ich die Liste der grünen Bälle, die da im Endeffekt drin sind. Wir werden das grafisch noch verfeinern. Das heißt, klickt man da drauf, dann sieht man auch, welcher Ball das ist. Das muss man da oben raufklicken und dann sieht man, das ist der Russell zum Beispiel. Ich kann das hier sortieren. Ich kann genau sehen, welcher Wert hat jetzt hier die Outperformance gemacht. Das ist diese Kugel. Das ist der Nikkei. Was sehe ich sofort? Wir haben grünes Licht. Ja, das heißt, die Volatilität ist noch im grünen Bereich, nach meiner Auffassung. Die war schon mal wesentlich höher und wir hatten schon alles rot. Das hat sich schon ein wenig beruhigt. Das heißt, wenige Volatilität, geringe Volatilität spricht für ein Umfeld, der, sage ich mal, nicht so stark schwankende Kurse. Das habe ich hiermit gleich abgearbeitet. So, dann habe ich hier verschiedene Märkte drin. Das ist der Nikkei, den handle ich persönlich nicht. Ich sehe aber, dass die hier oben sind und alles, was rechts oben im Feld ist, im Endeffekt,
Und neben dieser Mittellinie, die von oben senkrecht nach unten geht, ist, erwirtschaftet eine stärkere Outperformance. Alles, was links ist von dieser senkrechten Linie, erwirtschaftet eine Underperformance, auch untereinander. Es wird alles gecheckt und berechnet. Das heißt, wenn ich Long handle und die Kugel ist hier oben, das wäre jetzt der Nickel, dann könnte ich hier versuchen, trendmäßig Long zu handeln. Ja, das würde heißen, ich gucke mir das an und würde dann auf den Chart, wenn wir raufklicken, gibt es noch keinen Chart, kommt aber auch, dann kann man einen Chart sehen. Gehe ich halt auf meinetwegen momentan Trading View oder nutze den Agena Trader und gucke mir den Nikkei zum Beispiel an. Ne? Interessiert mich aber nicht so. So, dann sehe ich hier Hang Seng, Öl zum Beispiel in der Mitte, das heißt, sie läuft relativ seitwärts. Und ganz unten sehe ich hier Counter Trend Long. Das heißt, ich kriege auch gleich eine Strategie vorgegeben, was ich, wie ich mich irgendwie verwalten soll. Dann sehe ich, okay, Silber und Gold, ja, sind so stark gefallen, es sollte vielleicht demnächst eine Counter Trend Long Situation geben. Das heißt, dass ich in einen fallenden Markt irgendwann Long gehe, nach starken Kriterien, die vorher festgelegt sind, logischerweise. Aber es gibt noch eine Information. Es gibt mir die Information, dass ich ja jetzt nicht anfangen sollte, Gold jetzt noch unbedingt zu shorten. Das ist ja auch eine Information, mit der ich arbeiten kann und sage, nee, also ich sehe zwar, dass der Markt noch fällt, aber bin ich derjenige, der jetzt noch draufspringt und jetzt noch irgendwelche Short-Trades im Gold direkt oder in den Aktien zum Beispiel, die Gold mit Gold ihr Geschäft, ihr Geld verdienen. Das muss ja nun nicht sein. Davor kann ich mich im Endeffekt schützen. Können Sie mir also diese Charts angucken vom Gold und sagen, gibt es eine Umkehrsituation, dann werde ich Folgendes tun. Ja, das heißt im Endeffekt immer das Gleiche. Befindet sich hier zum Beispiel der MDAX und der SDAX. Der war noch am zweiten Tag vorher, wenn wir das mal nach rechts schieben. Ein paar Tage vorher, da war die Situation so, dass der Markt schon wesentlich weiter unten war. Da unten, da, vier Tage vorher, da waren sie alle aufgereiht, hier FDAX, SDAX. Und dann gab es eine kleine Countertrend-Situation, auch wenn sie manchmal nur ein, zwei Tage anhält. Ja. Und dann weiß man, okay, der Markt ist stark gefallen. Ich sollte vielleicht jetzt nicht noch einen Short draufsetzen. Ja. Wenn man mal Geduld ist Thema. Also ich kann hier sehr schnell eine Übersicht gewinnen, kann die Volatilität, sag ich mal, darstellen und kann jetzt im Endeffekt sagen, welchen Markt ich ja jetzt handeln will. Also vor zwei, drei Tagen war zum Beispiel MDAX und SDAX interessant. Dachte ich mir so, okay, guckst dir mal rein und versuchst mal einen Wert zu finden, der vielleicht countertrendmäßig interessant ist. Ja, wenn der Markt an einem Positionspunkt ist, kumulativ gesehen auch im Chart, der es wert ist, sage ich mal, gehandelt zu werden. Ob das gelingt, weiß ich nicht, aber ich habe eine feste Strategie und die kommt dann zur Anwendung. Okay, jetzt kommen wir aber zur Branchenanalyse. Also kann ich jetzt feststellen, ist deutscher Markt oder amerikanischer Markt interessant. Dann kann ich mir hier die US-Sektoren reinlegen. Und habe das gleiche Prinzip, hier wird auch die Volatilität dargestellt. Die würden, wenn jetzt die Volatilität extrem hoch wäre, dann würden die Kugel jetzt alle recht rot leuchten. Bei einer mittelmäßigen Volatilität orange. Dann kann ich es auch sehen. Ich kann mir das hier sortieren und sehe dann, welche Märkte, Branchen. Wir haben die Spiders hier genommen, die verschiedenen Branchen. Sind dann die Outperformer. Also erste Information auf einen Blick. Aha, das sind Energy, Utilities und Industrials, die ich im Endeffekt long sehe. Warum ist der Russell hier drin? Na klar, als Benchmark, ja, als Vergleich. Damit ich sehe, kann ich ja auch gleich den Russell handeln oder nehme ich doch lieber hier eine Aktie aus diesem Energiebereich und so weiter. Also als Benchmark-Vergleich. Genauso habe ich dann hier das Gold mit drin. Dann nehme ich nicht das Gold, sondern nehme dann natürlich Aktien, die mit Gold ihr Geld verdienen und mit Silber genau das Gleiche. Dass ich jetzt Silber nicht unbedingt anfassen muss auf der Long-Seite, wenn ich nicht bestimmte Kriterien habe, nur als Countertrend, dann kann ich das hier sofort erkennen. Okay, was sehe ich hier? Das ist Technology, ist im Moment stark abverkauft worden. Wenn ich jetzt eine Long-Strategie handeln will, dann muss ich mir das genauer anschauen, im Chart logischerweise. Aber mich interessiert zum Beispiel, als erstes ein Wert, der relativ stark gefallen ist, so, ja, Real Estate, Immobilien, ja, als Beispiel jetzt, wie ich vorgehe. Dann kann ich mir das merken, Real Estate. Wir werden später das so machen, dass man darauf klickt, dass man sofort zu den Aktiensignalen für diese Immobilien weitergeleitet wird. Das haben wir schon in der Beta drin. Das kommt dann halt mit dem nächsten Update. Aber
Der nächste Schritt ist im Endeffekt, dass ich weiß, ich handle eine Counter-Trend-Long-Strategie, also gegen den vorherrschenden Trend. Und das könnte eine Real Estate-Aktie sein, zum Beispiel. Also Immobilien, was mache ich? Gehe in den Trade-Scanner und gehe auf Counter-Trend-Long. Da steht's. Drück da drauf. Dann schmeißt er mich raus. Dann muss ich mich wieder einwählen. Okay. So, Counter-Trend-Long. Drück da drauf. Kann hier den Preis eingeben. Das haben wir drin, falls da ein Optionshändler nicht so teure an den Aktien handeln will. Klick da auf Suchen. Und habe jetzt folgende Märkte: Nasdaq, NYSE, CETA, also deutsche, auch französische Werte sind da, glaube ich, mit bei, oder finnische. Also ziemlich viele. Man kann das aber auch demnächst begrenzen: nur Deutschland oder nur Amerika, was man gerne hätte. Und sehe dann hier, wie viele Tage hier eine Korrektur vorlag. Da steht 1 drin. Es ist nicht einfach ein negativer Bar oder eine negative Periode, die das ist, sondern es ist auch ein Algorithmus, der berechnet im Endeffekt, wie viele Tage so eine Aktie korrigiert hat. Das heißt für mich, wie viele Tage sie gefallen ist. Ja, das kann jetzt mehrere Tage sein. Da zeigt er an, wie viele Tage der im Endeffekt stark gefallen ist. Und da es im Moment 1-2 Tage seitwärts ging, haben wir hier im Endeffekt eine kleinere Zahl logischerweise und nicht so viele Signale. Aber man muss es nehmen, was ist. Man muss jetzt abschätzen, okay, ich habe ja gesagt, Immobilie, ne, ist dann Real Estate Buy. Dann kann ich mir, wenn es mehrere Werte wären, mehrere Signale, könnte ich jetzt hier oben eingeben und sagen, ja, schau mal an, Real Estate. Ja, schmeißt da alle raus und zeigt mir diese Aktie an. Das ist ja praktisch, wenn ihr jetzt noch scrollen müsst oder so. Dann kann natürlich auch die Branchen ablesen, aber ist mühselig. Klicke ich da drauf, dann kriege ich so eine Darstellung. Ich kriege hier einen Tageschart und jetzt kommen wir zu dieser Qualität im Chart. Ich habe hier nur drin, was ich wirklich brauche. Ja, da kann man noch nicht viel rumspielen, weil das ist ja meine Strategie. Und dann könnte man jetzt sagen, ja komm, ihr müsst jetzt noch da nicht ein RSI reinmachen, das kann man machen, oder MACD, das hat man sogar noch bei, für diejenigen, die das haben wollen, aber es gibt ja unendlich viele Indikatoren, die aber jetzt für die Strategie keinen Mehrwert bieten und deshalb sind sie auch, wenn sie da reingemacht werden können, kann man ja bei vielen Tools machen, eigentlich überflüssig. Ja, und ich bin halt immer für Klarheit zum Beispiel. So, es ist Bollinger Band, das kennt ihr alle, der 50er Durchschnitt, der 200er Durchschnitt, und der 20er, alles im SMA-Modus, also schön einfach. Und man sieht die letzten Signale. Man sieht, okay, nicht jedes Signal war ein Treffer. Muss man aber auch wissen, wann man da reingeht. Und zwar immer über dem Hoch. Das heißt, manche Signale wären gar nicht getriggert worden, so wie hier. Hier hätten wir einen kleinen Verlust eingefahren, also ein R wahrscheinlich. Hier hätten wir einen Gewinn gemacht. Und zwar ist es ja eine Counter-Trend-Long-Strategie. Wir handeln ja gegen den Trend. Und auch nur bei gewissen Kriterien. Und dazu gezählt natürlich auch, dass man die Elemente dieser Strategie verinnerlicht hat. Also nicht einfach nur auf den Knopf drücken, sondern dieses Tool sucht mir die Situationen raus, die ich suche und die es zu 95% trifft. Ja, nicht Trade-Sicherheit, sondern es trifft 95% diese Chart-Situationen. Und ich gucke halt drauf und das lernt man ja auch mit Videos und so weiter, kann man das nachvollziehen, was ich da im Endeffekt handle. Und wenn ich das groß mache, dann sehe ich natürlich auch Folgendes. Dann sehe ich, dass hier ein Signal ist. Dann sehe ich hier, wo ich die Stop-Zone habe. Wir haben eine Stop-Zone. Es gibt Trader, die sind gerne aggressiv, setzen nicht unter dem Tief mit einer gewissen ATR ihren Stop, sondern da drin. Das heißt, wir haben eine Zone. Das kann jeder machen, wie er das selber gerne möchte. Aber ein Stop sollte gesetzt werden, logischerweise. Wir haben ein Target. Das ist auch eine Zone. Das sind die beiden blauen Linien. Und hier setzt man im Endeffekt seinen Teilverkauf oder seinen Komplettverkauf. Lernt man im Endeffekt auch, wann das die richtige Methode ist, zu welchem Zeitpunkt. Ja, auch von den Marktbedingungen ganz klar abhängig. Ja, deshalb auch Indexanalyse. Haben wir einen starken Markt zurzeit oder eher einen schwachen? Vertraue ich darauf, dass jetzt hier draußen ein Megatrend entsteht oder ist es eher ein kurzfristiger Trade? Es ist ja eine Counter-Trend-Strategie, die ich fahre und da ist die natürlich risikobehafteter, weil die Bewegung und der Trend nach unten geht, sieht man ja auch. Aber es gibt halt immer gute Möglichkeiten, sage ich mal, eine Initialzündung zu haben, bis in diesen Bereich einen Teilverkauf zu machen. Ob die Aktie dann hier durchgeht, weiß ich nicht. Aber ich bin dann meistens relativ schnell break-even. Und wenn das passiert, dass eine Aktie oder der Markt insgesamt umdreht, deswegen auch wieder die Marktanalyse,
dann bin ich halt sehr, sehr früh im Markt drin. Und zwar, ja, Trendtrader werden es wissen, das wäre dann hier normalerweise der Punkt 1, also am Tief. Ja. Oder an einer Rücklaufsituation, wenn er wieder zurückkommt, dann hier nochmal einen zweiten Einstieg zu finden. Aber so weit sind wir nicht. Und man sieht, wo das Target liegt mit 4,05%. Und wir haben drin CRV 1,89. Das heißt, wenn ich meinen Einstieg hier drüber setze, den Stop darunter, dann habe ich, wenn ich hier was verkaufe, einen CRV von 1,89 beim Komplettverkauf der Situation, der Position. Ja. Relativ schnell. Was kann ich noch machen? Zählt auch mit dazu, ist auch wichtig. Ich kann mir draufklicken. Und wir haben hier zum Beispiel, man kann umschalten zum Barchart, wer das liebt. Wir haben es recht rudimentär gehalten, wirklich nur die Sachen, die man braucht. Earnings. Ich weiß jetzt nicht, ob das drin ist. Ich muss mal gucken, da ist es. Und das haben wir auch, Fibonacci zeichnen, ich brauche es nicht. So, machen wir es mal weg. So. Umsatz weg. So, die schwarze Linie ist der nächste vorgesehene Geschäftstermin. Der steht aber auch hier unten drin. Weiß ich. Mich interessiert ja auch, wie lange dauert es noch bis dahin. Ja, warum? Weil wenn ich 3 Tage vorher einsteige, kann ich ja mein Risiko und Money Management nicht so richtig timen. Ja, also wenn eine Aktie beim Geschäftszahlen 20% schwankt, dann kann ich damit meinen 3% Stop ganz böse ausgestoppt werden, und zwar mit einem Gap nach unten, einer Kurslücke nach unten. Deshalb ist diese Anzeige wichtig und ist komfortabel, weil ich muss nicht extra nochmal woanders suchen. Kriege ich die Info gleich. So, was haben wir noch? Wir haben zum Beispiel drin, dass wie die Aktie sich im Durchschnitt von einer impliziten Volatilität her bewegt, diese Range. Ja, das ist auch für Optionshändler mega interessant, die dann halt Put oder Call schreiben, je nachdem. Aber ich kann schon mal sehen, wie weit schwankt die im Endeffekt von der Statistik her, wenn man grafisch mit eingebunden. Das finde ich schon mal sehr gut. Und das ist nicht schlecht. Das Open Interest kommt auch aus der Sache heraus, dass die Put zum Beispiel, die Optionen, die halt bestimmte Preislevels ja immer haben, hier bei 54, ganz viel bei 80 zum Beispiel, liegen, das heißt ganz viel ist untertrieben, das sind 20, sieht man hier so eine Art wie Volumenlevels. Ja. Hier drin sieht man auch noch ein kleines, und oft sind diese Positionen dort, wo die Stops sitzen oder wo das Volumen erhöht ist. Bedeutet, dort rechnen die Marktteilnehmer mit einer Umkehr, sonst würden sie ja keinen Put zum Beispiel schreiben als Stillhalter, weil sie halt mit einer Umkehr rechnen, dass der Markt nicht dahin geht, damit sie die Prämie kassieren können. Ja, andere sichern halt, sage ich mal, ihre Positionen vielleicht da ab auf dem Level. Und da kommt es halt zu einem Volumenanstieg. Und das bedeutet so ein bisschen Art Widerstand und Unterstützung. Haben wir auch mit reingenommen. Ich finde das ganz toll, was der Markus da gebastelt hat, und ein Mehrwert für dieses Tool. Deshalb habe ich gesagt, okay, kann für meine Strategie ruhig damit reingenommen werden. RSI und MACD in Standarderstellung brauche ich nicht, ist ausgeschaltet. Müsste man halt, sage ich mal, eins dann tauschen, ob man Volumen nimmt oder das. Ich habe mich fürs Volumen entschieden, denn das ist auch Kern meiner Strategie. So, das haben wir. Und natürlich steht immer drin, wie man das handelt. Auch die Preise stehen da drin. Hier nochmal beschrieben, wie das geht. Und wir haben, das ist auch genial, Unternehmensbeschreibung auf Englisch. Kann man sich kopieren bei Google und dann übersetzen lassen, wer das jetzt nicht lesen kann auf Englisch. Vielleicht machen wir das auch nochmal automatisiert, dass es übersetzt wird, aber das erstmal sind zwei sekundär. Und jetzt kommt's für mich als nicht so gerne Fundamentalanalytiker, die Vereinfachung, die ich gesagt habe. Und zwar gibt es bestimmte Bereiche, ja, wie Earnings, Margin, Return on Equity, Sales Growth und so weiter. Und es gibt ein Overall Rating. Und zwar geht das von A wie Superman, A Superman, und F ist im Endeffekt Losing, das heißt das Schlechteste. A ist the best und F ist halt schlecht. Man kann ich halt relativ schnell sehen in der Gesamtheit, das ist auch grafisch dargestellt, was rot sein nicht so toll, habe ich auch schnell eine Fundamentalmöglichkeit, die Aktie mir anzuschauen. Warum ist das gut? Ganz einfach, weil ich natürlich auch sagen kann, denkt an die Signalvielfalt, auch das Thema von der Einleitung. Wenn ich viele Signale habe, ich will eine Aktie long handeln und ich habe zu viele Signale, dann kann ich mich ja erstmal auf die Aktien, wenn das stimmt, also mit dem Potenzial, hat die Aktie mehr Potenzial, dahin zu kommen als die andere,
und ist sie vielleicht fundamental besser? Dann nehme ich natürlich die, die fundamental besser bewertet ist. Ein B ist natürlich besser als ein D oder ein E. Also von daher habe ich wieder einfach eine Chance, das zu machen. Ich kann mich auch spezialisieren und sagen, ich nehme nur B und C und den Rest lasse ich völlig außen vor. Ich bin da also völlig frei in der Entscheidung. Auf alle Fälle ein Mehrwert für mich und auch für diese Idee bin ich super dankbar, weil dann spare ich mir dieses ganze Gelese und Zahlenvergleiche und nee, also es kostet ja alles Zeit. Also es geht halt relativ schnell. So, das wäre halt, sage ich mal, eine Aktie, die könnte man sich anschauen. Ich weiß gar nicht, wie die sich heute entwickelt hat, muss man vielleicht mal im Chart schauen. So geht das. Dann haben wir noch einen anderen Bereich. Wir gehen mal wieder zurück ins unseren Market Model. Ja, und zwar haben wir ja noch andere Werte. Der S&P 500 schauen wir uns nicht an. Real Estate, was haben wir hier noch zu sitzen? Gold, das machen wir nicht. Was haben wir hier noch? Silber, was ist das hier? Na, da hängt da. Communication Services, Consumer, irgendwo. Ist noch Industrial noch gewesen, habe ich doch vorhin gesehen, ist er abgehauen. Wahrscheinlich liegt er da drunter. Healthcare, Communication. Ist er weg, da oben. Haben wir uns den Industrial Chart da oben angeschaut? Wo ist er denn hin? Ich habe mir einen geklaut. Basic Materials. In dem Update ist natürlich auch der Name denn da drin. Man klickt hier drüber und das hovert direkt drüber auf. Dann hat man nicht diese Überdeckung, die natürlich immer wieder vorkommt. Ich habe jedenfalls Industrials ausgewählt vorhin. Jetzt ist es weg. Dann schaue ich auf den Screener und gebe hier mal Industrials ein. So, das war Industrials. Und dann habe ich hier die bestimmten Signale vorliegen. Es sind nur vier. Ich habe auch eine deutsche Aktie vorliegen. Das ist, jetzt werden wir auch gleich darauf eingehen, weil das natürlich auch mit europäischen Aktien und deutschen Aktien geht. Ja. So, schaue ich mir die Aktie an. Das ist hier Forest, hast du nicht gesehen. Da habe ich auch Countertrend-Signal letztendlich und zwar mit einem Potenzial von 4,5, 2,15 CAV. Und die entsprechenden Angaben. Das war das letzte Signal, was wir hatten. Da war das Volumen erhöht. Das ist immer ganz wichtig, dass das Volumen am Vortag erhöht war. Am besten bei einer Abwärtsbewegung oder an dem Tag, wo er halt, sage ich mal, danach folgend kommt mit erhöhten Volumen. Hier haben wir das nicht in der Tiefe und in der Größe. Und wir haben hier auch erhöhtes Volumen darüber. Das heißt, hier wird ein Verende sein. Deswegen liegt das Target auch dort. Also den Trade würde ich vielleicht jetzt nicht bevorzugen. Zogen wir uns eine andere Aktie an. Das war die deutsche Aktie, die SKB. Kennt jeder auch, König und Bauer. Da habe ich das auch im Endeffekt vorgelegt. Da habe ich zwei Signale, weil ich habe immer ein zeitverzögertes. Das heißt, man ist ja nicht immer bei jedem Tag am Start. Ich habe diese Aktie jetzt wirklich live gehandelt. Das ist im Endeffekt dieses Einstiegssignal. Hätte jetzt noch die Möglichkeit gehabt, das heute noch zu handeln. Gestern, 30. gestern einzusteigen. Die neue Berechnung dafür erfolgt jetzt am Abend nach Börsenschluss noch. Und dann habe ich die Signale im Endeffekt vorliegen. Das werden wir auch noch beschleunigen für den deutschen Markt. Was ist hier gut? Ich habe hier ein erhöhtes Volumen an dem Tief davor. Und dadurch bildet sich hier so eine orange Linie aus. Das ist mir mal ein Hinweis, wie hoch das Volumen im Endeffekt in den letzten 5 Tagen war. Und meine Schüler kennen das. Ich sage immer, wenn die orange Linie oder das Volumen das hohe unter dir ist, dann ist das gut, weil dann die meisten bei stark fallenden Kursen angefangen haben zu kaufen. Das machen nicht wir. Also ich kaufe jedenfalls nicht, wenn hier eine fette Kerze rot ist und dann versuche ich hier das Minus zu erwischen, sondern ich brauche schon eine Umkehrsituation wie so ein Umkehrstab oder eine Powerbar, sowas hier. Und dann gehe ich rein. Ja, also weil eine dunkle rote Kerze kann ich nicht kaufen. Ich kann nicht einfach hier reingehen und sagen, jetzt weiß ich aber, dass der Markt dreht. Kann ich vermuten, aber dann brauche ich eine Umkehrsituation anhand von Preisen. Und wenn die da ist, dann ist die Situation gegeben, dass ich einsteige. Das war hier der Fall. Lief am ersten Tag wirklich ganz gut. Heute hat es wieder abgegeben. Wir sind also hier plus minus null. Ich habe den Stop fast auf Break-Even geschoben. Werden wir sehen, ob die weiterläuft oder nicht. Ist für mich aber schadlos. Wenn die weitergeht, die Bewegung, dann werde ich hier meine Aktienposition
mit 80% wahrscheinlich auflösen und die restlichen 20% mal sehen, was passiert. Na, so relativ einfach, mehr weiß ich ja auch nicht. Also von daher, das spricht dafür. So, das waren die Countertrend. Jetzt gibt es ja auch die Möglichkeit zu sagen, ja, wenn ich jetzt schon mal long gehen will, dann muss ich ja noch eine andere finden, eine Branche. Ne? Da haben wir doch hier Energy und Utilities. Und ich möchte mal Utilities einfach mal anschauen, machen wir das gleiche normal. Da muss ich aber eine andere Strategie. Warum? Steht ja da. Ja? Trend long. Steht da. Also man kann jetzt nicht eine Counter-Trend-Strategie in der Situation handeln, sondern eine Trend-Long-Strategie steht ja da, weil die Kugel sich da befindet. Also kann man nicht viel falsch machen. Dann gehe ich auf dieses Kleintaucher-Tool und klicke jetzt mal auf Trend Long. So, hier stelle ich wieder 0 ein, gehe auf Suchen, dann zeigt er mir alle Long-Signale und da sieht man, kann ich jetzt hier auch sortieren nach Korrekturtagen. Da sieht man zum Beispiel, dass gewisse Aktien seit 10 Tagen korrigiert haben oder seit 9 Tagen. Ich kenne jetzt da nicht eine von, gibt es auch mal eine Aktie, die man irgendwie kennt. Es gibt ja viele, viele Tausende von Aktien. Da kann man das sehen. Und es wird immer weniger. Das ist für mich schon mal ein Hinweis, wenn eine Aktie viel und lange Tage korrigiert hat, könnte es ja mal zu einer bestimmten Gegenbewegung kommen. Deshalb habe ich diesen Wert damit aufgenommen. Schaue ich mir also das an und klicke mal auf Utilities und schreibe das rein. Ich kann es raussuchen, aber ich mache es einfach so. Hoffe ich, dass er das findet. Er findet nichts. Oder war es Energy? Habe ich mir jetzt verguckt. Energy. Okay. Utilities. So, ist der Trend, der im Endeffekt von der Branche her stark funktioniert oder stark läuft und habe aber keine Signale. Warum ist das der Fall? Also nicht viele, nur die hier. Das bedeutet das. Ja, das ist ja frustrierend, wenn ich sage, oh, das ist aber eigentlich eine starke Branche, aber jetzt kriege ich keine Signale. Da muss ich ja mit umgehen. Warum ist es so? Weil die Branche vielleicht noch nicht stark genug korrigiert hat. Dann ist es Voraussetzung, dass die Branche auch korrigiert hat. Sonst kriege ich ja nicht viel Signale, logischerweise. Wenn ich mir das jetzt hier anschaue, ich weiß nicht, was für ein Wert ist, dann habe ich hier einen CAV von 0,67. Danke, reicht schon. Das ist nur in der Beta-Phase. Hier sehen wir noch die Geschäftszahlen, die waren schon. Und das wird negiert. Das heißt, wir werden keine Signale mehr bekommen, wo die CAV-Wert unter 1,5 ist zum Beispiel. Reduziert auch die Anzahl. Ist ja noch in der Mache, das Tool. Von daher ratlos, würde ich sowieso nicht nehmen. Hier haben wir ein 1,4. Da sehen wir, okay, das ist ein Setup, wo ich sagen würde, ja, geht. Verkaufen würde ich die Aktie da. So. Aber wir müssen uns ja immer, und das haben wir ja noch nicht, den Chart anschauen von dem Energiewert. Und das haben wir jetzt mal anders gelöst, solange wir nicht direkt drauf klicken. Ich kann hier eingeben, zum Beispiel, ich glaube, Utilities ist XLU oder so. Man muss es auch reinschreiben. XLU.us. So. Und dann lädt der den Chart. Sollte sich auch bewegen ein bisschen. Ja, sollte eigentlich tun. Hier von den Energy, ach, das ist eine Aktie, das darf eigentlich nicht sein. Es sollte eigentlich ein oder XLRE zum Beispiel, .us. Macht er das? Ja, das ist der Spider. Auf den Spider sieht man hier, wann halt der letzte Trade war. Das war das Potenzial. Das war quasi ein Trend-Long-Signal für die Branche. Und das ist dann auch ein mega Einstieg für die Aktien, logischerweise. Ja, also man analysiert dann den und sieht dann genauso, das ist halt auch so aufgeführt, hier den Target-Bereich. Man weiß, okay, die Aktie läuft. Da habe ich einen Teilverkauf gemacht in der Aktie, die ich dann halt finde. Und geht's weiter. So, wenn ich jetzt in dem bei Real Estate bin, dann sehe ich ja eine Counter-Trend-Situation war das ja, was wir festgestellt haben. Und ich muss jetzt hier unten warten, bis eine Umkehrsituation kommt. Ich kann jetzt nicht sagen, das ist die Endstation der roten Kerze, jetzt kaufe ich.
Volumen ist ein bisschen erhöht, ist noch nicht so toll, muss vielleicht noch ein bisschen mehr werden. Was der Tag heute bringt, werde ich sehen. Ich werde einfach die Branche auf dem Schirm haben und warten, bis sie auf ein Level hinunterkommt, wo ich weiß, da besteht eine gute Chance, dass sie wieder dreht. Also es wird wahrscheinlich noch viel tiefer fallen bis 40 und vielleicht kommt hier eine Umkehrsituation. Kann ich mir also auf die Watchlist packen. Es ist also nicht so, dass man immer nur auf die Strategie schaut und dann einfach auf den Knopf drückt und sich ein Signal holt. Also das sind schon Kenntnisse erforderlich, aber es erleichtert es ungemein und wir werden es noch mehr erleichtern, indem wir halt dann auf diese Kugel raufklicken, wissen, welche Kugel das ist. Es highlightet dann auch, kann ich auch zeigen, wie das dann aussieht. Ich habe ja noch die Beta-Version hier drin. Das wird das Sektormodell, da sind wir gerade dran. Und da können wir halt zum Beispiel auch sehen, wie die Signale sind. Das wird dann alles so aussehen, da kann ich sagen, okay, Energy. So, dann sehen wir die letzten Signale und dann hat man hier direkt drunter, was das für eine Aktie ist. Das ist hier die 7 Signallamp ist 7 der Wert, deswegen da oben ist Energy und man sieht dann im Endeffekt gehighlight die Sache. Klickt man dann hier drauf, würde das bedeuten, dass wir dann zum Beispiel eine Strategie klicken bekommen, also ein Signal. Und dann könnte man entweder Perlentaucher handeln oder halt auch eine Sache hier für die Turning Point machen, was der Markus macht, oder halt auch Optionen schreiben zum Beispiel. Ne? Von daher, dann klickt man da drauf und kriegt dann halt den Chart angezeigt und das alles noch im Rahmen der fundamentalen Analyse. Also entweder geht man diesen Weg und ich hoffe, dass wir das bald realisieren können. Das ist nur der Prototyp, viel besser aus und dann hat man das alles grafisch. Also man kann dann im Endeffekt sagen, okay, das ist die Aktie Zeigs Energy, ich handle dann die und die Strategie. Und das macht absolut Sinn. So, dann schaue ich noch mal ganz kurz in den Markt hinein. Dafür nehme ich mal den Agena Trader und schaue mir jetzt mal die Utilities dort noch mal an. Das sah ja vielleicht ein bisschen anders aus im Markt. Moment, wir haben hier den Screener US. Da sind die Sektoren, das ist im Endeffekt ein bisschen mehr als ich hier habe. Und hier habe ich die XLEs und Utilities. So. Da sehen wir schon, hier ist Utilities, dass der Markt hier korrigiert. Das ist heute, das ist aktuell. Wir haben da immer nur die Tagesendkurse bei uns im Tradescanner. Das ist hier Realtime. Das kostet natürlich viel mehr Geld. Kosten die Realtime-Kurse schon so viel wie, doppelt so viel wie die Gebühr für einen Tradescanner. Und da sehe ich, okay, ist das hier ein Umkehrsignal? Nein, war das ein Umkehrsignal? War das ein Umkehrsignal? Ja, eine Möglichkeit, klar, das wäre ein Fehltritt gewesen. Bin ich raus relativ früh und jetzt kann man abwarten, bis die Branche ein Signal liefert. Wo kann die ungefähr hinlaufen? Wo wird es spannend? Ja, na klar, man sieht es beim Aufwärtsgap hier. Wird spannend. Wir haben hier eine Wochenunterstützung und wir haben wahrscheinlich dann auch erhöhtes Volumen. Das ist auch hier, man sieht das hier unten. Das heißt, dieser Bereich wird interessant werden. Es dauert bestimmt noch ein paar Tage. Vielleicht gibt es noch mal einen richtigen Rutsch. Und dann wäre das eine Branche, die für mich interessant ist. Und dann drücke ich, wenn diese Umkehrsituationen da sind oder sie in einen kumulativen, das heißt hier mehrere Punkte wie Gap und Wochenunterstützung hineinläuft, dann kann ich den Screener anschmeißen und Scanner anschmeißen und sagen, jetzt kann ich mal gucken, was gibt es denn für Long-Signale. Also immer schauen, dass ihr euch Aktien raussucht aus bestimmten Branchen, die besser performen als die anderen. Das heißt, konzentriere mich dann auf die. Also es wäre sinnlos, mich, sage ich mal, auf Communications jetzt zu konzentrieren und die jetzt mit einer Trend-Long-Strategie zu handeln. Also das wäre vielleicht nicht so toll. Counter-Trend könnte ich mir überlegen, weil die ja ziemlich ausgebombt ist. Hatten wir ja vorhin auch gesehen in der Matrix. Dann kann ich dort eine Counter-Trend-Strategie versuchen zu fahren. Wichtig ist immer, die richtigen Bedingungen zu erkennen dabei, denn das gibt Sicherheit in den Entscheidungen. Okay, großes Thema, Branchenanalyse, werft dann einen Blick drauf, macht eure Indexanalyse, wenigstens schaut euch die amerikanischen und deutschen Werte an, wenn ihr nur deutsche macht oder nur amerikanische, wenigstens die. Ich mache beide und gehe dann in die Branche rein und suche mir da zwei, drei raus für die Strategie. Wer nur long handeln will, kann das natürlich auch nur mit einer Trend-Long-Strategie machen. Der Wartezeit bei Utilities oder bei Energie, kann man auch nochmal reinschauen, kurz bei Energie, noch ein bisschen ab. Ja, hier haben wir zum Beispiel, das macht es zum Beispiel sinnvoll, diese Strategie auszuwählen für Trend-Long, für Werte, die oben sind von der Outperformance.
Und Energie ist oben. Das sieht man heute. Also die hat sehr tief mit dem Gap aufgemacht. Der hat es jetzt geschlossen, stark nach oben gelaufen. Und wir werden sehen, wie sie sich verhält bis zum Marktschluss. Und dann kann ich entscheiden, ob ich den Energiesektor mal durch eine Trend-Long-Scannung im Trade-Scanner probiere. Ja. Wer das Ganze nochmal in der Tiefe sind, Webinar ist ja immer nur kurz, aber ich schreibe wöchentlich und zwar immer samstags, wenn ich das hinkriege, spätestens Sonntag, immer auf meinem Blog, auf der Homepage, tradercoach.de, kostenlos, Blog, kostenlose Indexanalyse. Und dann seht ihr immer samstags, das, was ich mache, habe ich auch geändert, angepasst aufgrund der vielen Wünsche, Marktvorbereitung letztendlich, was das ist, ganz kurz. Nochmal das Tutorial für diesen Marktscanner. Dann seht ihr das Market Model für die Indizes und Rohstoffe, das, was interessant ist, kurz mal angemarkert. Und dann seht ihr, welche Strategie ich für welche an dem Tag, das war Samstag, letztendlich entschieden habe. Das wäre eine Counter-Trend-Long-Strategie für die Nasdaq zum Beispiel. Das habe ich hier auch immer drin, was ich an dem Tag gesagt habe. Das sieht man halt immer mit diesem Pfeil, wann man Korrektur abwarten soll, also auch mit einer Handlungsanweisung. Jetzt habe ich die Branchen mit aufgenommen. Das sind die Branchen, die ich halt gesucht habe, wie Energie zum Beispiel, welche Aktie ich dann beobachten sollte. Das heißt, hier eine Long-Strategie für Energy, Counter-Trend für Technology. Ja. Und dann sieht man, das ist die Branche im Chart. Ja, Korrektur abwarten, habe ich gemacht, muss ich also nichts tun. Und welche Aktie wäre es denn, die interessant wäre für diesen Energie? Das ist First Solar. Die habe ich beobachtet. Da habe ich auch geschrieben, Korrektur abwarten. Und die Aktie ist, glaube ich, seitwärts und jetzt schon wieder etwas höher. Also den Einstieg hätte man finden können. Steht doch alles vorher schon da. So, Technology genau das Gleiche. Sieht man ja hier den Spider dazu. Das ist schon stark gefallen ist. Hier kann ich nur entscheiden, dass ich halt einfach eine Umkehr abwarten muss. Ja. Wie weit kann die gehen? Naja, bis zu dem erhöhten Volumen, vielleicht hier auf dem Level. Muss man verfolgen. Und dann drücke ich auf eine Taste und gleichzeitig habe ich eine Aktie gefunden, die kennt ihr alle, das ist Apple, wo ich sage, oh, die ist aber auch stark abgestraft werden geworden. Wo könnte sie umkehren? Na, vielleicht kumulativ am unteren Bollinger Band in Verbindung mit dem SMA 200 und des erhöhten Volumens. Da. Und den kleinen Gap, was wir hier haben, also eine kumulative Situation. Hier könnte wieder Kaufinteresse entstehen. Das werden wir sehen. Muss man jetzt gucken. Ich habe heute gar nicht raufgeguckt. Es gibt ja auch ein Signal für mich nochmal extra. Und das wäre die Situation, die man halt dann abwarten muss. Wenn das passiert, geht sie weiter da durch, dann muss ich halt schauen, wo die nächste Reise hingehen könnte und in dem Kursbereich sich wieder eine Umkehr abspielt. Mehr kann man da eigentlich gar nicht tun. Also ihr seht, ich hoffe, es ist ein Mehrwert, das zu verstehen. Ihr seht halt immer, nicht immer zwei Branchen oder so weiter. Es macht die amerikanischen Markt auf jeden Fall und vielleicht auch mal einen deutschen Markt, je nachdem, was der Markt mir gerade so bietet. Ja. So, das Ganze kann man natürlich auch nicht mehr verpassen. Wenn man da draufklickt, kann man sich schön komfortabel für den Newsletter anmelden. Da wird der nicht zugespammt, sondern nur daran erinnert, wenn mal ein Webinar ist oder so, wo ihr teilnehmen könnt, einfach noch außerhalb der Reihe. Und ihr kriegt die Erinnerung an den Newsletter, an den Blog zum Beispiel. So, dann haben wir noch, klar kann man das Ganze auch testen. Müsst ihr aber, wenn ihr euch da anmeldet, draufklickt, 14 Tage, dann seid ihr bei Digistore. Ihr habt 14 Tage das Ding zum kostenlosen Testen, müsst aber innerhalb dieser 14 Tage dann eine Kündigung bitte schreiben. Wir haben so viele Anmeldungen gehabt mit irgendwelchen Fake-E-Mails, da sind wir nicht mehr her geworden, müssen wir halt diese Methode wählen. Denkt aber dran, wenn ihr es dann nicht mehr wollt, da mal die Kündigung an Digistore zu schicken, dann seid ihr dann auch raus aus dem Ding. So, wenn ihr jetzt noch Fragen habt, dann rein damit. Jetzt die Möglichkeit, denn wir sind 3 Minuten zu spät leider. Und ich hoffe, euch hat die Sache gefallen. Und ich bin gespannt, was es wieder für E-Mails gibt, wie ihr mit der Branchenanalyse und so weiter umgeht. Ja. Wenn ihr euch darauf vorbereitet auf Märkte, dann ist es immer sinnvoll, die Indizes, bläut euch das ein, anzuschauen, wo befinden die sich. Denn wenn der Index in die richtige Richtung läuft, mit der richtigen Strategie, dann seid ihr schon mal mit einer großen Chance mit dabei, mit der Flut mitzuschwimmen. Wenn man sich gegen den Markt stellt mit einer Counter-Trend-Strategie, ist es immer wichtig zu wissen, ah, ich nehme nicht so viel Kohle mit ans Board, weil da muss ich wirklich sehr, sehr viel Erfahrung haben.
Aber trotzdem kann dieses Tool funktionieren. Die Strategien und die Einstiegspunkte, Ausstiegspunkte stehen fest. Da kann man jetzt nicht so viel falsch machen. Okay, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mich nicht alles täuscht, am September sind wir wieder, ich glaube am 14. nämlich mittwochs 19 Uhr, sehen wir uns wieder hier. In zweimal im Monatsrhythmus bin ich bei FX Flat unterwegs und freue mich dann, wenn ihr wieder mit dabei seid. Aufzeichnung gibt es dann natürlich auch auf meinem Kanal nochmal und bei FX Flat. So, Florian, ich bin fertig. Ich hoffe, ich habe dir nicht zu viel Zeit gestohlen. Alles gut, ganz entspannt. Ja, super. Genau wie du schon gesagt hast, 14. September, 19 Uhr, haben wir den nächsten Termin und dann immer 14 Tage, also sprich dem 28. danach. Aber gut, dann würde ich sagen, danke Carsten. Ja, danke an die Teilnehmer. Ich hoffe, Sie sind beim nächsten Mal auch wieder dabei und würde sagen, genießen Sie noch den Abend, bleiben Sie gesund, passen Sie auf die Positionen auf und dann Carsten, hören wir uns in 2 Wochen. Bis dahin. Bis dahin. Tschüss.